Und hallo Leute, wir sind zurück bei Golden Sun 2, die vergessene Epoche. Wir müssen jetzt tatsächlich zum Plateau von Dekan. Da werden wir jetzt auch hingehen, wir werden keine Zeit verschwenden. So, schauen wir mal. Quatsch, hier müssen wir gar nicht lang. Ich bin ein Idiot. Zurück. So, ich habe übrigens gelevelt, nicht damit ich es euch vergesse zu zeigen. Ich bin jetzt Stufe 8 mit jedem. Ist empfohlen, aber wir müssen jetzt erstmal hier lang. Nicht oben rechts, da geht es nun wieder zum Schrein des Meeresgottes. Wir müssen hier lang gehen jetzt. So, dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Naja, ihr wisst es schon, zum Plateau von Dekan natürlich. So, aber erstmal müssen wir noch einen Wolfi platt machen. Den Wolfi werden wir richtig töten. Haben wir auch getan. So, da ist das Plateau von Dekan. Dann betreten wir es. Das wird schwer. Schauen wir mal. Hier gibt es einige Geheimnisse, die wir uns holen können. So, dann gucken wir doch mal. So, sehr schön. Einmal runterfallen. So, hier kommen auch schon die ersten Goblins. Die schon etwas stärker sind. Tja, das war's. Und den Kettenpanzer gibt es hier. So, wen legen wir den denn an? Den bekommt unser guter Felix. Hier. So, was hat der Felix dafür abgelegt? Gar nichts, ne? Nö, gar nicht. Doch, die Reisejacke. Okay, können wir später verkaufen. Weiter geht's. So, jetzt müssen wir hier rein. Und dann sind wir auch schon auf der anderen Seite draußen. Los geht's. So. Dann müssen wir... Oha. Die erstmal mitnehmen. Training ist wie immer wichtig. Plasma. Ah, stimmt. Cosma hat ja Plasma gelernt. Ja, und wir kriegen Öltropfen. Wow, wie super useless. Nun, Elixier, ganz krass. Scheiße. Gut. So, den können wir noch nicht reinhämmern. Da geht's noch nicht weiter. Wir haben die Synergie dafür noch nicht. So, vielleicht sterben sie ja mit Plasma schon. Ja, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Natürlich sterben sie. Was sollen sie dann auch anderes sonst machen? Hm. Na, komme ich nicht ran? Kommen wir nur von der anderen Seite ran. Oha. So, da ist die Truhe. Eine Minze. Wem kann ich die denn geben? Lasst mich kurz gucken. Okay, ich weiß es. Die Minze könnt ihr Felix geben. So. Jetzt können wir hier wieder runter. Ein Skelett. Oh, süß. Leider überlebt er das. Oh, wieso greifen alle immer Cosma an? So, sehr schön. Dann wieder hoch. Ah, jetzt haben wir auch das Ding runtergeschoben. Okay. Jetzt müssen wir ganz genau gucken, wo wir lang gehen. Rüberspringen und lang. Danke. So, lasst uns erstmal gucken. Wir sterben eh alle durch Plasma, also von daher ist das egal. Hm.
möchte auf jeden Fall die Truhe da oben haben. Na, ich weiß auch, wie wir sie bekommen. Nämlich genau so. Die Thermis-Axt. Okay, wer bekommt sie? Ah, ich weiß schon, wer sie bekommt. Die bekommt auch Felix. So, aber jetzt ist die Frage, wer bekommt dann Felix' Schwert? Bekommt das überhaupt jemand? Nö. Doch, Jenna bekommt das Kurzschwert tatsächlich. So, perfekt. Weiter geht's. Oh, Kacke. Tja, das war's. Da war doch gar nichts dran, so kacke. So, jetzt müssen wir einmal resetten, glaube ich. So, dann lasst mich kurz gucken. Ich glaube, wir müssen so lang und so lang. Und dann haben wir es geschafft. Naja, fast. Hä. So, wir sind durch. So, den können wir jetzt töten. Vielleicht sehen wir auch dann gleich schon den Effekt von der Thermis-Axt. Oh, da ist unser erster Mars-Djinn. So, das war's dann mit dem Skelett, Alter. Gut, dann habe ich keine Wahl. Wir müssen einmal runterfallen. Perfekt. So, ein bisschen geht ihr mir gerade auf den Sack, Alter. So, einmal wieder runterfallen. Er hat uns den Weg versperrt, der kleine Lappen, Alter. Oh, süßen Köderwurm, schon wieder. Stirb, cool, Köderwurm. So, machen wir uns die Abkürzung hier frei. So. Wir sind jetzt auf dieser langen, langen Brücke. Da! Die Fähigkeit der Thermis-Axt. Steinjustiz. So, alle weggemacht. Sehr schön. So, das heißt, einmal runterfallen. Vorsicht. Ah, der ist ja gemein. Das heißt, wieder zurück. Was will ich machen? Ich will normal angreifen, weil ich mit Felix ein paar MP sparen muss, aber mit den anderen beiden auch bald. So, das war's dann für dich, Kumpel. Danke. Ah, hier sind Seile. Interessant. Im
gehen wir da mal rüber. Hier können wir uns gleich eine Fee, gleich eine Truhe noch holen. Cosma Seiltänzer. Eine Nuss. Nutzlos, Alter. Nutzloser Scheiß. So, klettern wir runter. Perfekt. So, einmal außen rum, weil wir haben da hinten schon eine Ranke gesehen. Tja, das war's mit dem Goblin. Und weiter. Da kommen wir nicht lang. Brauchen wir also gar nicht zu versuchen. So, das ist ein leichtes Rätsel. Daran erinnere ich mich noch gut. So, jetzt muss ich einmal gucken. Ah, ich verstehe. So, einmal kaputt machen. So, sehr schön. So, hier... Oh, vorsichtig. Das war jetzt dumm. So, drei Gegner müssen wir erstmal wieder wegräumen. Du kleiner Alter. Das heißt, wir müssen den von hinten überraschen. Oder von der Seite eher. Aber hier gibt es keinen Weg von der Seite. Das bringt uns hier nicht weiter. So, die müssen wir jetzt mal so töten, um gerade für Cosma ein paar PP wieder reinzuholen. So. Hier müssen wir lang. Glaube ich. Ah, Moment. Ich bin ein Trottel. Hier müssen wir gar nicht lang. Alter, Felix hat schon Leben. Das ist ja hart. So, jetzt muss ich gucken.
Ah, okay, ich verstehe. Ich weiß, wo wir lang müssen. Hier lang. Jetzt können wir nämlich hier rein. Ach nee, müssen wir gar nicht. Wir müssen hier rein. So, jetzt kriegen wir den Hammerkubus. Das scheint eine Feuer tatsächlich zu sein und keine Erdpsy-Energie. Nach Komplettlösung könnt ihr den Jenner geben. So, und dann folgen wir dem Jin weiter. Da ist der Jin. So, jetzt versteht ihr, so wird das nix. Das heißt, wir müssen runter und das Ding hier schön reinhämmern. Weil dann kann unser kleiner Freund nicht mehr fliehen. Dann können wir angreifen. Ja, du sitzt in der Falle, du kleiner Lappen, ne? So, das wird jetzt witzig werden. Versuchen wir den zu töten. Irgendwie. Füllt KP schnell wieder auf. Absolut, absolut nutzlos gerade. Strahl wird fast nichts machen. So, hoffentlich ist er tot. Ja, nice. Und damit hat Jenna ihren ersten Jin. Kanone. Kanone gehört uns. So, nice. So, dann Ranke wieder runter und hier ist noch eine Ranke, da geht's rauf. Das war's mit dem Köderwurm, diesem Lappen. Ja, Hindernis kannst du gerne machen, das juckt uns relativ wenig. So, Hammer. Nee, das ist der falsche Weg. Ich denke, wir müssen hier hoch. Oder irgendwie auch nicht. So, gut, das war schon mal falsch. Na, ich weiß, wo wir lang müssen. Ich bin ein Idiot. Da ist ja noch ein Gang. Jenna, Hammer. Ich denke mal, hier müssen wir lang. Ja. So, dann... Hier haben wir noch nicht alles erledigt. Hier werden wir später noch zurückkehren. So viel kann ich schon mal sagen. Verschieben wir die noch. So, Abkürzung. Beziehungsweise damit wir da weiterkommen.
Moment mal. Völlig falsch, ich Trottel. Oh Gott, ich hasse Anglerdorn. Erstmal den... Ja, hast gut gemacht, Cosma. Und du auch, Jenna. Ja, das war richtig nice. Danke, dass ihr jetzt mal treffen konntet. Sehr, sehr nett. So, wieder runter. Ich bin ein Vollidiot. Ich verlängere das Kapitel absichtlich, ne? Da müssen wir nämlich lang. So, und hier endet unser Kapitel schon. Hoi, hoi, hoi. Das sollte eigentlich länger gehen, aber haben wir ja relativ schnell durchgeschafft. Wir haben auch alles gekriegt, was man sich hier holen kann. Joa, dann würde ich sagen, ich beende hier den Part von Golden Sun. Im nächsten Part werden wir erfahren, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Wir stehen gerade am Anfang unseres Abenteuers. Aber ich sag dann, bis dahin. Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Golden Sun, die vergessene Epoche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wenn ihr noch mehr von Golden Sun, die vergessene Epoche sehen wollt, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Projekte, die euch auch noch gefallen könnten. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!